So, für unsere Mobility machen wir ein Yoga Flow, ein paar Flows zusammen. Wir fangen an, erstmal in der Plank-Position, schön gerade rücken. Ein paar Atemzüge hier halten und wir gehen Socken herab, schauen wir hoch. Fersen sind am Boden, Beine sind gestreckt und ich drücke meine Schultern Richtung Knie. Hier für 3 Atemzüge halten. Bringen die Füße zusammen. Fangen mit dem rechten Fuß an, den strecken wir nach oben, beugen und öffnen die Hüfte nach rechts. Linke Schulter kann ein bisschen nach unten kommen. Die Hüfte sind ganz nach rechts geöffnet. Kopf ist unten. Ferse, linke Ferse kommt hoch und ich rolle mit dem rechten Knie zum rechten Ellenbogen. Und wieder hoch. Ausgestreckt, Fersen wieder auf den Boden, kommt hoch, rund, Knie zur Nase, kurz halten, wieder hoch, Fersen auf den Boden, ausstrecken und rechte Knie zu linke Ellenbogen, kurz halten, wieder hoch, öffnen. Und rechter Fuß kommt zwischen die Hände. Fingerspitzen auf den Boden. Und linke Fuß bleibt ausgestreckt, linke Bein, pardon. Die Hände kommen nach oben. Kurz halten. Blick geht richtig zur Decke. Linke Knie berührt den Boden nicht, wenn möglich. Nehmen die Hände, kreisen nach unten, Brust auf den Knie. Und wieder hoch. Hoffentlich stabil bleiben. Und wieder unten. Und wieder hoch. Und jetzt bringen wir die Hände wieder auf den Boden, nehmen den Fuß. Und jetzt gehen wir mit der rechten Hand ganz nach oben ausstrecken. Schau meine Hand an. Ist weiter links, ist meine linke Hand. Und kurz wieder unten. Und wieder hoch, öffnen. Wieder unten, vielleicht eine kleine Liegestütze hier und dritte Mal hoch und ich setze mein linkes Knie auf den Boden und mit meiner rechten Hand greife ich meinen linken Fuß und ich öffne meinen Brustkorb nach oben. Schön drehen mit dem Rücken und langsam lösen. Hände zusammen und rechter Fuß geht nach hinten. Kommen wir unten, Cobra, Blick zur Decke. Einatmen. Beim Ausatmen, wir rollen erst mit dem Nacken nach unten. Durch den Rücken, wieder den herabschauenden Hund. Fersen wieder auf den Boden, Beine sind gestreckt, Schultern Richtung Knie. Kurz halten. Füße zusammen, linke Bein hoch, anwinken, Hüften ganz öffnen nach links, rechte Schulter darf nach unten kommen. Rechte Ferse weg vom Boden und wir rollen linke Knie zur linken Ellenbogen. Und dann wieder hoch, öffnen. Ferse kommt hoch, Knie
zur Nase. Und wieder hoch. Öffnen. Linke Knie zur rechten Ellenbogen. Und wieder hoch. Letztes Mal. Und linker Fuß zwischen den Händen. Nehmen die linke Hand. Und ich komme mit den Händen hoch. Rechtes Bein ist ausgestreckt. Halten. Spüre hier die Dehnung und die Arme kreisen unten. Kommen nach oben. Brust auf den linken Knie. Und hoch. Und unten. Und wieder hoch. Unten, oben und Händen auf den Boden. Jetzt nehmen wir die linke Hand, öffnen wir, schauen wir unsere Hand an, wie das schön nach hinten geht. Und zurück. Noch einmal. Schön öffnen. Und wieder zurück. Einmal noch oben. Rechte Knie auf den Boden. Anwinkeln. Und wir greifen die linke Hand, unsere rechte Fuß. Und wir drehen uns nach oben. Kurz halten. Wieder lösen. Fuß kommt zurück. Erstmal Cobra, Blick zur Decke, Kopf einrollen, Rücken einrollen, herabschauender Hund. Jetzt machen wir Schritt nach vorn, tiefen Squat und wir drücken mit den Ellenbogen, drücken wir die Knie auseinander. Machen so ein bisschen Wrist Mobility. Machen die Handgelenke warm, weil sie noch nicht so warm sind. Also seitlich, links und rechts. Die Hände kommen auf den Boden. Jetzt nutzen wir unser Körpergewicht, den Ellenbogen, die Knie nach außen gedrückt. Und langsam kippen wir ein bisschen mehr und mehr nach vorne. Wir spüren, wie es hier schön innen dehnt. Vielleicht merkt ihr, geht ein bisschen vor und da werden die Füße ein bisschen leichter. Vielleicht irgendwann lösen sich die Füße. Einfach schön die Dehnung der Innenschenkel, beiden Seiten einfach genießen. Und langsam wieder zurück. Wieder drücken. Handgelenke warm. Halten. Oder machen. Gehen wir nur noch ganz kurz eine Übung durch, was ich persönlich ganz schön finde als Vorbereitung für den Handstand. Hat mich sehr geholfen und ist auch ganz gut für Mobility. Wir gehen wieder in den Plank und ich bringe mein linker Fuß ein bisschen nach vorn. Jetzt bleibt mein rechtes Bein ausgestreckt die ganze Zeit und berührt den Boden nicht. Der ist da. Und ich hüpfe mit meinem linken Fuß nach oben und ich klatsche mit meinem linken Fuß auf mein rechtes Knie. Je mehr man das übt, dann kommt so erstmal so mittelhoch, dann ein bisschen höher. Und vielleicht einmal bleibt man schön ein bisschen länger in der Luft stehen oder hängen sozusagen. Dann wechseln wir die Seiten. So ein bisschen Schwung auf den Bein holen, aus dem Bein holen. Mit dem rechten Fuß den linken Knie berühren.
Wieder rechts ein paar Mal. Nicht so viel Schwung. So kriegt man ein gutes Gefühl. Und dann wieder links dreimal. Wieder Swing Plank. Cobra. Einrollen. Hab schon eine Rund. Auch hier so ein bisschen mit den Schultern, links und rechts. Könnt auch so ein bisschen mit den Beinen anwickeln, dehnen. Und jetzt mit einem Schwung hüpfen wir. Landen wir mit beiden Füßen zwischen die Händen. Kommen wir halb hoch, gerade Rücken. Ausatmen, runde Rücken. Einatmen, halb. Unten rund und schön aufstehen und uns für den Workout jetzt vorbereiten.